angucken, denn wir sind gleich wieder da und dann mit den, ich sag mal, vielleicht stärksten Männern der Welt, dem Tauzi-Club Allgäu Powercell. Die bauen sich schon auf und dann, Freunde, will ich mal ein bisschen Action sehen, auch von euch beiden. Ja, ja, dann Reichen Samstag live. Das etwas andere Hauruck-Verfahren. Olli fordert den Tauzi-Club Zell am Seil heraus. Immer gut. Heute, ihr wusstet es wahrscheinlich, ist Weltmännertag. Deswegen trifft es sich ganz gut, dass wir viele Männer heute hier haben. Und zwar den Club Allgäu, nee, Allgäu, sag jetzt du mal. Allgäu Powercell. Allgäu Powercell. Allgäu Powercell. Allgäu Powercell. Ja. Erstmal ein kleiner Applaus für euch. Herzlich willkommen. Ihr seid ein Tauzi-Club. Genau, und ja. Du bist der? Jonathan. Jonathan, wie kommt man auf die Idee, Tau zu ziehen? Das ist alles so entstanden durch ein Hobbyturnier, also hat das angefangen. Das ging von der Feuerwehr aus. Und da haben wir halt mitgezogen und haben den ersten Platz gemacht und sind halt auf den Geschmack gekommen, da weiter zum Ziehen. Was ist denn das Schwere am Tauziehen? Das ist einmal ein Ausdauersport, das ist Krafttechnik. Das alles, die Kombination muss einfach passen, dass man halt dann weiterkommt. Ja. Und bestimmt, also ich stelle mir vor, ich bin grundsätzlich natürlich nicht schuld, wenn was nicht funktioniert. Dementsprechend muss jemand anderes schuld sein. Wie läuft das bei euch? Beschuldigt ihr euch dann auch untereinander oder kriegt man mit, wenn einer hinten nicht ordentlich zieht? Ja, das ist schon, wenn, also es muss schon jeder Vollgas geben, weil wenn einer mal locker lässt, dann sind halt nur 7 Leute und auf der anderen Seite sind 8 Leute, wo voll ziehen und das merkt man dann schon. Also, ja. Welche Liga zieht ihr? Wir sind jetzt Landesliga. Und ihr seid jetzt auch Meister, glaube ich, ne? Wir sind jetzt in die Bundesliga aufgestiegen dieses Jahr. Also, wow. Ja. Bundesliga. Ja. Wie viele seid ihr da in der Bundesliga? Wie viele Vereine gibt's? In der Bundesliga sind es, wie viele Mannschaften sind es? 8. 8, flüstert der Mann hinter dir. Genau. 8 Mannschaften. Ja, dann das spricht da doch auch nichts gegen einen Sieg. Heute wird auf jeden Fall mal schön gezeigt. Ich weiß, ihr habt auch richtige Schuhe, ne? So, lass uns die doch mal angucken. Wir sehen schon mal parallel ein paar Bilder, wie das bei euch in Action richtig aussieht. Wir haben ja hier ein Studio und du bist sozusagen der Kampfrichter der ganzen Geschichte. Genau, ich bin heute hier der Kampfrichter. Normalerweise stehe ich auch mit dem Seil drin, aber heute mache ich mal Kampfrichter. Ja, das hier unten, wie schon gesagt, wir zeigen einfach mal Bilder, ne? Wie das in Action aussieht, wenn ihr Tau zieht. Und du kannst uns ja mal erzählen, wie genau die Regeln sind. Wie wird denn da so gespielt? Was ist denn da so? Also es gibt halt am Anfang eben das Kommando Pull, ist es dann. Auf das geht dann der Kampf los und dann wird in der Regel erstmal kurz abgewartet, was der Gegner da macht. Und dann geht es eigentlich darauf, dass die Mannschaft einfach eins wird im Seil und dass man dann so viel wie möglich nach hinten kommt halt dann. Und wie lange geht so ein Spiel, sage ich jetzt mal? So ein Zug geht in der Regel so knappe Minute, sage ich mal meistens. Es gibt Züge, die gehen schneller rum, die sind in 7-8 Sekunden vorbei und dann gibt es welche, die dauern dann einfach auch mal 4-5 Minuten. Und wer hat dann gewonnen? Derjenige, der praktisch das Seil mit der Markierung klar über die Mitte rüberzieht. Okay, genau. Wir sehen es ja auch orange, ne? Ja, aber wie oft? Zuschauer auch mal, zeig also mal es ist so, dass jeweils praktisch 2 Züge sind. Einmal wird dann gewechselt nach jedem Zug. Und dann gibt es eine Vorrunde, praktisch wieder ganz normale Tabelle dann in normaler Liga. Also das heißt, ihr spielt 10 Minuten im Prinzip, ihr reist da an und dann... Eigentlich sind also 8 Mannschaften in der Bundesliga zum Beispiel jetzt. Und da ist dann so, dass halt dann 8 jeder gegen jeden zieht und jeder muss dann praktisch auf eine Seite mal ziehen. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Na. Normalerweise habt ihr ja auch so richtig harte Schuhe hier, ne? Was ist das da? Genau. Gusseisern? Das ist der Stahlplatte halt, der gehärtete Stahl ist das. Das sind alles Selbstanfertigungen, weil die Schuhe gibt es natürlich so nicht beim Wintersport oder sonst irgendwo zu kaufen. Geil. Und weil man sich richtig, wir haben es auch eben gesehen, in den Rasen so reingräbt, das ist natürlich heute nicht möglich bei unserem Studioboden. Dementsprechend werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen rutschen, aber ihr gebt natürlich alles. Bevor wir die Jungs hier einspannen, also wollen wir natürlich mal sehen, wie es funktioniert, oder? Ja, ihr seid alle soweit? Einmal ihr Männer gegeneinander, wie viel sind? 7 gegen 7, ne? Oder? 5 gegen 5. 1, 2, 3, 5. Normalerweise 8 gegen 8. Normalerweise, okay. Ich habe es nicht gesehen, deswegen. Also, mal 5 gegen 5. Normalerweise sind es 8 gegen 8. 8 gegen 8, genau. Gut. Aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen unseres schönen Studios. Genau, und deswegen haben wir 5 gegen 5 gemacht. Halt. Okay, und auf geht's. Und hier nochmal kurz, sobald das Orange, ne, sobald jetzt das Orange über die Mittellinie ist, hat einer gewonnen. Genau. Okay. Dann, bitte, Jungs. Dann du gibst das Kommando am besten, ne? Fertig. Schon fertig heißt es. Fertig. Achso. Seil auf. Seil auf. Spannen. Fertig. Und ein bisschen Unterstützung vom Publikum. Ja.
könnte ich mir ja noch stundenlang angucken. Ja. Okay, unentschieden. Unentschieden. Aber zwei gemacht, Wahnsinn. Die schenken sich nichts. So, dann würde ich sagen, dann machen wir doch mal eine Amateurmannschaft. Ihr seid ja gleich stark. Jetzt würde ich sagen, 5 gegen 5. Okay. Gerald ist schon mal auf meiner Seite. Ja, klar. Johanna auch. Ja. Und jetzt brauche ich noch zwei starke Leute. Wer hat hier so richtig Muckis, Freunde? Ja, komm, Muckis. Da hinten. Hier. Da sehe ich einen mit Muckis. Ja, ja, komm. Ja, da, einfach ja, mal her, natürlich. Wer Muckis hat. Einfach komm, mal herkommen. Auch. Zwei Leute brauchen wir. Hier haben wir einen. Olli, ich habe jetzt mal eine Frage. Bitte. 5 gegen 5, meinst du, das ist eine gute Idee? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir machen einfach mal. Okay, Olli mal alleine erstmal. Und wenn es nicht klappt, dann kriegst du Unterstützung von uns, oder? Also? Okay. Was denn, gegen die 5 jetzt, oder was? Nee, ich mach mal alleine gegen Gerald, oder? Ja, hast du gar keine Chance. Du gegen einen von euch. Oh, das wollen wir erst mal sehen. Na dann, okay, Gerald. Eben noch geprellt, jetzt geht's wieder, alles klar. Na, wir wollen es mal sehen. Wie sagt man, Ding hoch, Seil hoch? Ja, natürlich. Ja, ja. Aus Seil der auch. Nummer kommst du nicht mehr raus. In die Mitte. Also nur ich gegen Olli, oder was? Bisschen in die Mitte, Asa. Wir fangen mal an, wir fangen mal an. Bisschen in die Mitte. Ja? Ein bisschen mehr zu mir, sonst ist es schon, hast du schon gewonnen, bevor es losgeht. Noch nicht ziehen! Auf die Plätze, fertig, zieh! Das ist natürlich schön, das wollen wir uns noch mal in das Slow-Mo angucken. Oh, das war jetzt, glaube ich, eher schnell vorwärts. Wir auch unentschieden. Ich bin eben weggerutscht. Ich bin weg. Ja. Ja. Möchtest du das noch mal mit einem erweiterten Kader versuchen, Olli? Ja, Sie können mich jetzt auch beim ADAC als Abschleppseil buchen. Einfach dazwischen. Ja, ich brauche also dementsprechend noch mindestens einen. Wer macht ein noch bis mit? Zwei. Oh, ich mache meinen Kader. Hier, komm. Kommt mal hier rüber. So, 1, 2, 3. Johanna, okay, komm, du auch noch. Mit. Gerald auch. Komm, dann machen wir mal Gerald, so. Gerald, komm. Wir nehmen hier noch 5 Profis. Komm, wir gehen. Ist jetzt egal. Wir spielen jetzt einfach hier. So. Jetzt werden wir ist das vorne eigentlich eine besonders gute Position? Ja, es ist eine sehr gute Position, ist das. Da stehen nur die Besten. Sehr gut. Ja? So? Olli, okay. Ich muss auf die andere Seite okay, auf einmal kommen. Okay, so. Liebe Zuschauer, bevor wir, also es könnte ja sein, dass ich mich hier gleich schwer verletze, deswegen sage ich von dieser Stelle aus schon mal, war schön. Bis bald. Wir sind am 17.11. wieder für Sie da. Morgen sollten Sie natürlich unbedingt auch einschalten. Um 15 Uhr gibt es wieder Fußball, um 17 Uhr und um Sky 90 dann um 19.30 Uhr. Und jetzt hören wir uns nebenbei... Und Formel 1, nicht zu vergessen. Genau, jetzt hören wir uns nebenbei nochmal Lucas Graham an mit einer neuen Single. Und hier geben wir alles. Okay, vielen Dank, Lucas Graham. Years gone by and I miss you. I can't describe what you've been through, but you're gone. We do what we believe in, set a goal and stop dreaming.